Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Video, was sich viele von euch gewünscht haben. Und zwar, wenn ihr mir auf meinen anderen Social Media Seiten folgt, wie Instagram, Twitter, Snapchat, habt ihr mitbekommen, dass ich die letzten Wochen seit meiner OP so ein bisschen meine Ernährung umgestellt habe, weil ich halt vor der OP so eine kleine Nahtoderfahrung hatte, wenn ich das mal auf die Diät Healthy Lifestyle Schiene beurteilen kann. Vor meiner OP, als ich den Narkoseschein ausfüllen musste, musste ich nämlich mein Gewicht und meine Größe angeben. Sowas ist halt sehr wichtig vor einer Operation, damit halt der Narkosearzt alles richtig einstellen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Es fällt mir so ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil es mir halt wirklich unangenehm ist. Ich habe bei einer Körpergröße von knapp 1,73 107,3 Kilo gewogen. Ich persönlich war auch mega geschockt, als ich diese Zahl gesehen habe, weil ich bin so von 90 Kilo ausgegangen, aber halt knapp 17,3 Kilo mehr war wirklich ein Schock für mich. Das Problem ist, dass ich, seitdem ich meine Hormontherapie angefangen habe, was mittlerweile so 10 Monate her ist, knapp 25 Kilo jetzt zugenommen hatte zu dem Zeitpunkt. Ein großer Bestandteil davon sind halt in allererster Linie Wassereinlagerungen gewesen. Aber ich meine, wir sind alle nicht blind. Man kann nicht leugnen, dass ich auch ein bisschen Fett an den Rippen habe, definitiv. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall in der Zeit sehr, sehr unwohl gefühlt. Zusätzlich zu der Tatsache, dass ich halt nach einer OP man sich erstmal erholen muss. So die ersten Tage noch komplett voller Blut war und katastrophal. Ich habe einfach, das war ganz gut für mich zum Wachrütteln. Das war so ein bisschen wie ein Albtraum, von dem man halt wach wird. Ich habe das schon von so vielen Leuten gehört, dass es halt immer irgend so eine richtig beschissene Erfahrung gab, die halt, sage ich mal, den nötigen Ansporn und die diese erste Motivation halt so richtig entfacht hat. So nach dem Motto, hallo, wie konnte ich das die letzten Wochen und Monate ignorieren? Das passiert ja nicht über Nacht, aber irgendwie fällt einem das über Nacht halt immer erst auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei mir war es halt so, dass ich durch meine OP, die auch im Gesicht stattgefunden hat, relativ schlecht essen konnte. Deswegen war das die erste Woche schon mal super, weil ich habe halt auch einfach erstmal weniger gegessen. Durch diese erste Woche weniger essen, konnte ich mich halt schon so ein bisschen daran gewöhnen, so ein bisschen kleinere Portionen und so zu essen. Das war halt schon mal ein super Start. Kann jetzt natürlich nicht jedem von euch empfehlen, wenn ihr eure Ernährung so ein bisschen umstellen wollt, lasst euch erstmal 7 Stunden lang das Gesicht zermeißeln. Ist klar. Aber es gibt andere Tipps und Tricks, die ich halt auch auf meinem Weg, sage ich mal, begonnen habe und benutzt habe, die mich wirklich krass doll unterstützt haben. Und über die möchte ich heute mit euch reden. Als allererstes möchte ich euch Produkte vorstellen, die mir unglaublich geholfen haben. Und zwar rede ich dabei über Natural Mojo. Ich habe eben meine anderen Social Media Seiten schon erwähnt, dort habe ich euch das ganz viel die letzten Wochen schon vorgestellt. Ich persönlich habe diese Produkte in meine Ernährungs- und Alltagsroutine seit dem 1.3. aufgenommen und benutze sie seitdem tagtäglich. Ich habe das hier mal eben vorbereitet. Das wollte ich schon immer mal sagen. Hier sind die 3 Body Shapes, die ich die letzten 4,5 Wochen zu mir genommen habe. Und ein Daily Greens. Ich werde darauf beides jetzt nochmal ein bisschen genauer eingehen. Bei den Body Shapes geht es um Shakes, die man sich selbst zusammenrühren kann. Die sind mega, mega cool. Das hier sind nämlich keine Eiweiß-Shakes, die einen, sage ich mal, nach dem Sport oder so unterstützen und halt wirklich die Muskeln stählern und so, sondern das hier sind wirklich Mahlzeitersatz-Shakes, sage ich mal, so ein bisschen zur Ernährungsergänzung, vor allem mit richtig geilen Vitaminen. Okay, Leute, bleiben wir aber mal eben ganz ehrlich realistisch. Wenn ihr diese Shakes trinkt und genau so eine Ausgangsposition habt wie ich, werdet ihr nicht am zweiten Tag aufwachen wie Megan Fox. Das wird halt einfach nicht passieren. Was diese Shakes jedoch für mich tun, ist, dass sie eine super geile, schnelle Möglichkeit sind, was Gesundes und Leckeres zu mir zu nehmen, was mich auch wirklich satt macht. Diese 3 Punkte sind für mich persönlich mega wichtig. Ihr wisst aus den Kochvideos von Florian, dass ich persönlich nicht so super kochaffin bin. Mir macht es einfach auch nicht so viel Spaß. Das ist nicht so meins. Da habe ich halt einfach andere Sachen, die ich lieber mache. Und ich meine, sind wir mal ehrlich. Wenn wir Hunger haben, werden wir zwischendurch zur Diva. Und dann ist es egal, was es ist und Hauptsache es geht schnell. Und wie oft sind es dann mal eben eine Tüte Chips oder irgendwelche Süßigkeiten oder sonst was, die man sich dann mal eben schnell reinpfeift, weil was Gesundes zu kochen geht halt nicht mal eben so. Und die Zutaten hat man dann meistens auch nicht immer sofort im Kühlschrank. Das ist halt echt schwer. So, ich wünschte, es wäre so einfach oder es würde mir so einfach fallen wie manchen anderen Fitness-YouTubern oder so.
es fällt mir nicht so einfach. Es ist für mich wirklich ein Kampf und ich denke, das können viele Leute nachvollziehen, dass Abnehmen wirklich ein Prozess ist und nicht nur eine Ernährung, sondern auch eine kleine Lebensumstellung ist. Für mich persönlich sind die Daily Shapes in allererster Linie wie so ein kleiner Sheet bei einem Computerspiel oder so, dass man halt sich so ein bisschen das Leben einfacher machen kann. Viele von euch sind wahrscheinlich sehr skeptisch und war ich auch. Ich habe mir gedacht, okay, was soll so ein Shake groß bringen? Macht mich nicht satt und trinke ich und eine halbe Stunde später habe ich trotzdem wieder Hunger. Es ist so, dass allein schon bei der Zubereitung ein essentieller Unterschied ist zu vielen anderen Sachen. Und zwar macht man sich das Ganze halt mit Milch. Man kann sich das natürlich auch mit Sojamilch machen, wenn man keine richtige Milch trinken möchte. Das ist natürlich jedem selber überlassen. Und es kommt zusätzlich noch ein Teelöffel Öl dazu. Das Öl hilft, dem Magen die ganzen Vitamine und Nährstoffe aufzunehmen. Ist also mega, mega gut für eure Vitaminaufnahme und allgemein euren Ernährungsablauf. Es gibt das Ganze in insgesamt 4 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich persönlich habe Vanille, Beere und Schoko. Meine Favoriten sind Schoko und Beere. Florian hingegen feiert Vanille. Und es gibt noch eine 4. Sorte und zwar ist das Banane. Auf die freue ich mich auch schon total, die auszuprobieren. Bei den Daily Greens ist es hingegen so, dass man diese hier nicht mit Milch und Öl zubereiten muss, sondern mit Wasser. Das Ganze sieht dann so aus und ich persönlich finde das mega, mega süß. Ich freue mich jeden Abend darauf, weil das trinke ich immer vom Schlafengehen. Ich habe da zum Beispiel die Geschmacksrichtung oder die Wirkung Pure Detox. Weil, wie ich am Anfang schon erzählt habe, habe ich extrem durch meine Hormontherapie mit Wassereinlagerungen zu kämpfen. Und für jeden von euch, der Wassereinlagerungen kennt, das ist ein echter Kampf. Das sieht erstens scheiße aus, man fühlt sich unwohl, man wiegt mehr, obwohl man eigentlich nur Wasser im Körper hat. Und voll viele sagen, ja Julina, schön, dass du abgenommen hast. Wie viel ich abgenommen habe, komme ich gleich nochmal drauf. Aber das ist alles nur Wasser. Leute, ich freue mich so sehr, dass es das Wasser ist. Das Wasser, dass es raus ist, ist einfach nur super. Es ist für mich wie der größte Erfolg ever, weil das Wasser ist das, was mich am meisten stört. So ein bisschen Fett auf den Rippen, okay, kann ich mit klarkommen. Aber das Wasser, das muss raus. Und ich persönlich bin gerade momentan mega am Detoxen. Mega, mega. Und das Daily Green von Natural Mojo hilft mir halt wirklich extrem gut dabei. Es schmeckt richtig lecker. Ich freue mich jeden Abend darauf, es zu trinken. Und es ist kein, ich muss das doch trinken. So, gar nicht. Wie gesagt, mir persönlich haben diese Shakes mega geholfen, eine schnelle, einfache, leckere Möglichkeit zu finden, mir keinen Scheiß reinzustopfen und einfach mir und meinem Ziel treu zu bleiben. Die Daily Greens hingegen sind wie so ein kleiner extra Boost, um seinen Körper halt so ein bisschen zu unterstützen. Es gibt davon noch viel, viel mehr sogar, auch für Beauty oder für Vitalität, wenn man halt so ein bisschen anfällig ist und so. Mega, mega cool, checkt das auf jeden Fall auch mal aus. Das hier ist zum Beispiel das True Beauty, momentan im Einhorn-Look. Mega cool, ich feiere es total. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich weiß noch nicht, wie es schmeckt, aber allein die Verpackung ist mega cool. Das hier ist in erster Linie für schöne, gesunde Haare, Nägel und eine tolle Haut. Das heißt, euch ist klar, wahrscheinlich werde ich das austesten und dann bekommt ihr auch hierzu neue Updates. Falls ich euch nun auch mit den Natural Mojo Produkten angefixt habe und ihr das Ganze auch ausprobieren wollt, habe ich euch natürlich einen Discount-Code klar gemacht. Normalerweise gibt es ganz oft so 15% Rabattcodes. Aber Leute, ich konnte für euch 25% Rabatt klar machen. Benutzt einfach bei eurer Bestellung meinen Rabattcode und ihr spart euch ein Viertel des Preises. Ein weiterer Aspekt, der mir persönlich in meiner Ernährungsumstellung und einfach dem bewussteren Leben und Ernähren viel, 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 viel geholfen hat, ist einfach die Tatsache, mehr zu trinken. Klingt super einfach und meistens zieht man es auch so für 1-2 Tage durch. Aber Leute, sind wir mal realistisch. Das wirklich in den Lebensablauf reinzukriegen, ist echt nicht einfach. Man sagt ja so, 2 Liter Wasser sollte man am Tag trinken. Ich mache es die letzten Wochen wirklich so, dass ich mindestens 4 Liter Wasser oder Brennnesseltee am Tag trinke. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, hä, wieso Brennnesseltee? Brennnesseltee ist super, wenn es ums Entwässern geht. Und Entwässern ist meine Aufgabe. Ich möchte all die ekligen Giftstoffe und all die Scheiße, die in meinem Körper drin ist, raus. Und Leute, glaubt mir, wenn man so viel Wasser trinkt, das läuft so durch. Mir persönlich fiel es am Anfang echt schwer, so viel zu trinken. Aber man gewöhnt sich daran und ich persönlich bin mega der Gewohnheitsmensch. Sobald ich das in meine Routine eingearbeitet habe, wenn ich
Durst habe, trinke ich. Wenn ich keinen Durst habe, trinke ich. Ich gucke zwischendurch auf die Uhr und denke mir, oh, ich habe schon wieder eine Stunde nichts getrunken. Trinke ich. Trinken ist so wichtig. Ich habe jetzt schon ganz oft von Fitnessleuten gehört, dass der Magen gar nicht so hundertprozentig unterscheiden kann, habe ich Hunger oder habe ich Durst. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es mir eingeredet und selbst das Einreden funktioniert für mich. Weil ich kontinuierlich über den Tag trinke, habe ich gar nicht so wirklich richtiges Hungergefühl. Ich weiß, so alle 5 Stunden esse ich oder trinke halt einen meiner Shakes. Das funktioniert super. Ich habe eben gesagt, dass ich gar nicht so richtig Hunger kriege. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil ich mir auch nichts verbiete. Wenn ich Bock habe, mein Pizzabrot zu essen oder wenn ich Bock habe auf Chili Cheese Nuggets von Burger King oder wenn ich Bock habe, bei dem geilen Wetter in der letzten Zeit ein Eis zu essen, dann mache ich das. Was ich jedoch im Vergleich zu vorher geändert habe, ist halt einfach die Tatsache, wie ich das esse. Ich esse viel bewusster, ich esse weniger und ich kann das wirklich genießen. Früher habe ich es immer so gemacht, oh, ich gehe vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt, im Sommer Eis essen. Aber dann gönne ich mir den Eisbecher des Universums mit Sahne drauf und Soßen drauf und allem Shit. Mittlerweile mache ich es eher so, wenn ich Bock auf ein Eis habe, dann hole ich mir ein Eis, aber dann esse ich eine Kugel. Und dann gucke ich die auch wirklich an beim Essen und hänge nicht am Handy, sondern genieße das Eis. Es hat ganz viel damit zu tun, dass man sich nicht komplett alles verbietet und auf alles verzichtet. Das machen vielleicht irgendwelche Wettkampfsportler vor ihren Meisterschaften oder so. Aber Leute, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich brauche nicht fasten und mir alles verbieten. Wenn ich Bock habe auf ein Eis, dann esse ich ein Eis. Ich finde es ganz wichtig, dass man das Ganze einfach in Relation setzt und dass man wirklich stolz auf sich sein kann. Man muss nicht in der ersten Woche 10 Kilo abnehmen. Also schön, wenn man das schafft, aber weiß ich nicht. Ich glaube, dann ist halt auch irgendwann relativ schnell die Motivation weg. Außerdem, wenn man so schnell abnimmt, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, das Ganze sofort wieder drauf zu haben. Für mich ist es so, ich habe euch ja eben schon erzählt, dass ich Anfang Februar 107 Kilo gewogen habe. Die erste Zeit nach meiner Operation habe ich es einfach so gemacht, dass ich bewusster gegessen habe und danach, seit Anfang März, habe ich zusätzlich die Produkte von Natural Mojo benutzt. Ich habe jetzt in dieser Zeit 7,5 Kilo abgenommen und ich habe mich so gefreut, darauf zu sagen zu können, leider kratze ich noch so haarscharf dran vorbei. Ich bin bei 100,1 Kilo. Ich möchte eigentlich für dieses Video zweistellig sein, habe gedacht, hey, wir können alle zusammen feiern, aber Leute, wir halten uns vor Augen, 7,2 Kilo abgenommen in 7,5 Wochen. Ich persönlich bin da mega stolz drauf. Ich weiß, dass es wirklich effektives Abnehmen ist und langfristiges Abnehmen. Ich möchte das Ganze nicht husch husch und dann sagen, oh ja, ich habe 37 Kilo abgenommen. Schaut mich an, ich bin fabulous. Nee, ich möchte halt wirklich langfristig was an mir, meiner Ernährung und meinem Körper ändern. Und wenn mich solche Produkte auf dem Weg unterstützen, bin ich mega happy. Haltet euch bitte vor Augen, das hier ist mein Weg, wie ich abgenommen habe. Ich sage nicht, dass es für jeden funktionieren wird dort draußen und dass es der perfekte Weg ist. Wahrscheinlich sagen sich irgendwelche Fitness-Experten, oh Gott, niemals darfst du dir ein Eis gönnen. Dann mache ich es halt falsch. Das hier ist mein Weg und ich werde ihn definitiv weitergehen und ich nehme euch auf jeden Fall weiterhin dabei mit. Eine ganz wichtige Sache wollte ich aber jetzt noch ansprechen hier in diesem Video und zwar wollte ich mich bei euch bedanken. Ihr habt mich in den letzten Wochen so krass motiviert und angespornt und einfach euch mit mir zusammen gefreut über jedes Kilo, was gepurzelt ist. Das ist einfach mega cool, mit euch zusammen meine kleinen Erfolge feiern zu können. Und alle die Leute, die schreiben, hey Julina, du bist fett, du wirst immer fett bleiben, du bist eine Tonne, vergrab dich am besten, ey. Es ist einfach so dumm. So, es kratzt mich mittlerweile null. Früher hat mich das richtig runtergezogen, aber mittlerweile denke ich mir, du bist ein ganz armes Mäuschen und wahrscheinlich probierst du einfach nur dir ein besseres Gewissen zu machen, weil du gerade probierst, mich runterzuziehen, um dann selber höher dazustehen, aber das schaffst du nicht. Ich bekomme so viel Liebe und so viel Unterstützung und bin da so krass dankbar für, dass diese Leute, die sagen, ich bin fett, halt wirklich einfach nur noch untergehen und das irrelevant. Was jetzt ein weiterer Schritt ist, den ich mir für die kommenden Wochen vorgenommen habe, ist endlich wieder so ein bisschen mit Sport anzufangen. Durch die OP war ich so ein bisschen körperlich eingeschränkt und auch mein Chirurg hat gesagt, ich darf erstmal nicht so viel, wenn, dann soll ich langsam starten und genau das mache ich jetzt. Ich war jetzt auch schon einmal joggen, das war halt echt anstrengend und mein Körper war danach so, oh Gott, was ist Sport? So, ich muss halt jetzt wirklich wieder von null anfangen, aber ich freue mich schon mega darauf, mich halt wieder so ein bisschen hochzuarbeiten und
Das ist halt auch ein Prozess, so. Jeder Meilenstein kann auf dem Weg gefeiert werden. Aber ja, ich glaube, das ist alles, was ich in dem heutigen Video zu erzählen habe. Vergesst definitiv nicht, die Natural Mojo Produkte auszuchecken und denkt an meinen 25% Rabattcode. Lasst mir definitiv eure Erfahrungen und Tipps und Tricks, die ihr noch habt, unten in den Kommentaren da. Freue ich mich schon total drauf, eure Sachen und Stories und Tipps alles durchzulesen. Und ja, dann würde ich sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, meine Hübschen. Habt einen schönen Tag!